Es ist ja so, es sterben einfach nicht genug Leute. Zu wenig Tote. Wie soll man Corona denn da ernst nehmen? Zu unserer heutigen Ausgabe Corona-Schlagworte in 1,11 Sekunden begrüße ich Sie, liebe Mitmenschen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare und natürlich begrüße ich auch alle Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Leugner und Verharmloser, die wir in dem ihnen gebührenden Ausmaß ernst nehmen werden, ihnen und ihren Argumenten. Vielen Dank und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Zeit läuft. Viele Schwurbler, Leugner und Verharmloser behaupten ja, dass das Coronavirus nicht nur von Bill Gates erfunden wurde, sondern außerdem auch nicht existiere und darüber hinaus völlig harmlos wäre. Denn es gäbe ja gar keine Übersterblichkeit in Deutschland. Und deshalb müsse man die Maskendiktatur dringend durch das Schwenken von Nazi-Fähnchen vor dem Reichstag in Berlin abschaffen. Und mit Gewalt. Diesen Covidioten sei gesagt, in Deutschland gibt es Probleme hinsichtlich Pflegenotstand, geringer Bezahlung und zu wenig Personal. Aber das Gesundheitssystem in Deutschland ist dennoch im Vergleich zu vielen anderen Ländern gut aufgestellt. Bei allen anfänglichen Irrtümern wurden die richtigen Maßnahmen angeordnet und auch durchgesetzt. Und es geschah schnell genug. Hierdurch wurden nicht nur Corona-Tote verhindert, sondern auch andere Tote. Also andere schwerste Infektionen, Unfälle und noch einige mehr. Beschäftigt euch also bitte dringend einmal mit dem Stichwort Präventionsparadoxon. Und schaut mal auf andere Länder, wo es leider viel mehr Tote gibt. Links dazu findet ihr unter diesem Clip. Das war's. Und nun noch die Werbung. Es gibt zwei interessante Broschüren. Das sind diese hier. Meine Broschüren sind kostenlos als PDF zu bekommen oder man kann sie auch bei mir persönlich bestellen. Gegen eine freiwillige kleine Spende schicke ich sie gerne auch ausgelobt zu.
Links dazu und insgesamt weiterführende Links wie immer in der Info unter dem Video.